Krafttiere und ihre Bedeutung. Was sind Krafttiere überhaupt? Warum brauchen wir sie? Brauchen wir sie überhaupt? Und was helfen sie mir? Und überhaupt, was ist es überhaupt? Diese Frage wurde mir vor kurzem gestellt und besser gesagt schon öfter. Und ich wurde gebeten, darüber ein Video zu machen. Deswegen gibt es das Video heute. Mein Name ist Christina Augenstein und ich bin Glücksexpertin mit dem Schwerpunktthema Leichtigkeit. Denn ich finde, dass es nicht schwer sein muss im Leben, sondern leicht gehen darf. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Christina Augenstein und ich habe heute einen wundervollen Gast. Heute ist wieder einmal eine neue Folge mit mir persönlich, ohne Interviewpartner. Heute geht es um Krafttiere. Aha, kann man nicht lesen, ist ja verkehrt rum. Krafttiere, was ist das? Warum brauchen wir sie? Brauchen wir sie überhaupt? Also ein Krafttier ist ein Tier. Es gibt verschiedene natürlich. Und ich arbeite selber mit zwei Büchern, die erkläre ich euch gleich. Und ich schreibe sie natürlich auch drunter, was es sich für Bücher handelt. Ein Krafttier ist sowas wie ein Schutztier. Man kann auch Schutzengel sagen. Also es gibt viele Menschen, die glauben nur an Krafttiere, zum Beispiel die Indianer. Ich hoffe, ich darf das Wort überhaupt noch sagen. Die Ureinwohner Amerikas, keine Ahnung. Und dann gibt es Menschen, die glauben nur an Schutzengel, aber eigentlich ist es das Gleiche. Beim Krafttier ist es ein bisschen einfacher für uns Menschen. Also ich zum Beispiel arbeite mit beiden, weil ich nehme immer das Leichteste, ja. Und leichter ist doch, wenn wir beides haben und nicht. Und ein Krafttier steht eben ganz, ganz vorbildlich mit seinen Eigenschaften, steht es dir zu deiner Seite. Also wir nehmen zum Beispiel, ich schlage jetzt mal irgendetwas auf. Wir nehmen den Löwen und sieht dann so aus in diesem Buch. Das Buch heißt auch Krafttiere und ich schaue mal ganz kurz, was ich da für einen Satz rausnehme. Nichts kann dir schaden, du bist geschützt und solange du zuhörst und aus deiner kostbarsten Quelle heraus handelst, dem Herzen deines Herzens. Zum Beispiel, die Qualität des Löwen ist Würde. Und er strahlt eben Würde, Göttlichkeit und Adel aus. Also wenn du einen Löwen als Krafttier hast, und ich erkläre noch mal ganz kurz nachher, wie du zu deinem Krafttier kommst, habe ich auch schon öfter eine Meditation gemacht, dann nimmst du dir, also der Löwe ist zum Beispiel dein Krafttier, du nimmst dir einfach die Eigenschaften des Löwen, erstens die du in ihm siehst, in diesem Tier, oder die eben, wenn du es nicht weißt, ein Buch schreibt oder was halt die Medien schreiben. Und diese Qualitäten kannst du dir zunutze machen, indem du sie in dich integrierst und sie eben auch ausstrahlen kannst. Also wenn ich jetzt den Löwen als Krafttier habe, dann sollte ich mehr Würde, mehr Anmut, mehr Qualität ausstrahlen. Zum Beispiel. Ein anderes Beispiel. Einen Zettel zu nennen, habe ich erst vor kurzem anscheinend nachgeschaut für jemanden. Hier geht es um die Eidechse. Selbst wenn du deinen Schwanz verlierst oder dich sorgst, dass das geschehen könnte, das macht alles nichts. Du lässt einen neuen wachsen und lebst weiter. Vielleicht etwas anders, vielleicht etwas angeschlagen, aber bedeutend weiser. Also, was steht da noch? Ich kann hören, was nicht gesagt wird, sehen, was niemand sieht und die Absichten und Bewegungen der anderen spüren, bevor sie sich selbst dessen bewusst sind. Also, wenn du die Eidechse als Krafttier hast, dann bist du zum Beispiel sehr intuitiv, du weißt sehr viel, du hörst sehr viel, du siehst sehr viel. Also du kannst dir diese Eigenschaften, diese Eidechse zunutze machen und kannst es einfach übernehmen, weil die Eidechse steht sinnbildlich neben dir, ist dein Krafttier, gibt dir Kraft, gibt dir die Qualitäten, damit du besser leben kannst. Also so erkläre ich das immer. Wenn dieses Buch nicht reicht, weil eben der Steven, das sieht man auch alles nicht, in Amerika wohnt oder in Australien, ich weiß es gar nicht,
Die haben halt nicht alle Tiere wie wir oder nehmen nicht alle her. Dann nehme ich Tierboten von Angela Kemper. Und da stehen auch ganz tolle Sachen drin. Also ich sage dir zum Beispiel, fällt mir nicht, ich mache irgendwas Einfaches. Genau, ich nehme mal die Kreuzspinne. Also da geht es auch darum, wenn dir ein Tier auf ungewöhnliche Weise begegnet und immer wieder, dann könntest du nachschauen, was bedeutet denn das eigentlich? Man hört das auf. Also wenn dir zum Beispiel die Kreuzspinne immer wieder begegnet, ist ja die biologische Bedeutung, die Traumdeutung. Und die spirituelle Botschaft bedeutet Wächterin und Öffnerin eines Schutzraums. Sie stellt für dich den Weg zu einer spirituellen Verbindung her. Sie markiert den Eingang, das Tor zu einem besonderen Ort mit einer neuen Energie. Die Kreuzspinne schützt und bewacht diesen heiligen Ort. Also Spinnen stehen sowieso für Schutz, abgesehen davon. Also immer wenn ich, also dass ich das Buch habe, finde ich Spinnen noch toller als vorher. Also ich möchte sie jetzt nicht auf dem Körper haben, aber wenn ich eine Spinne sehe, dann weiß ich, aha, ich werde beschützt. Das ist eigentlich die allgemeine Bedeutung. Es ist jetzt viel zu viel, hier das vorzulesen. Ich kann vielleicht noch was suchen, was mir gut gefällt. Also da habe ich eingemerkt, ein Specht, weil ich den selber 2 Jahre hier vor der Türe hatte. Und der hat den ganzen Tag geklopft an unser Vogelhäuschen, hat die ganzen Vögel kaputt gemacht. Und der Specht ist aber ein Heimführer. Ja? Es geht um ein inneres Ankommen bei dir selbst. Also es kann ja sein, dass es nicht für mich war, sondern für ein Familienmitglied. Also das muss man halt herausfinden. Dass du in deiner Mitte bleibst, dass du deine Selbstachtung und deine Wertschätzung für dich wieder findest. Du hast sehr viel im Außen agiert und zahlreiche anstehende Dinge erledigt. Die Termine haben deinen Alltag bestimmt. Und jetzt geleitet er dich auf Seelensofa zum Beispiel. Also das sind die Bücher, mit denen ich arbeite. Die helfen mir sehr, sehr gut. Wenn ein Kunde kommt, der sagt, ich stand im Wald und ich ging spazieren im Wald und da stand ich und dann war ein Reh vor mir, 1 Meter weg und es hat sich nicht mehr wegbewegt. Es ist die ganze Zeit da gestanden, habe mich ganz ruhig angeschaut und es waren bestimmt 15 Minuten. Dann muss ich natürlich nachschauen oder der Kunde schaut dann nach, was bedeutet Reh? Und es ist der Hammer, was da rauskommt, weil es immer hilft, weil es immer weiterhilft. Dann weißt du, wo du stehst, was du dort anschauen musst in deinem Leben und wie du weitermachen kannst. Du kannst dein Krafttier finden eben auf diesen 2 unterschiedlichen Wegen. Der erste Weg ist, es begegnet dir ein Tier auf ungewöhnliche Art und Weise und geht nicht weg, weil Rehe fürchten sich ja immer, die haben ja immer Angst vor dir und die laufen ja immer weg. Zum Beispiel, oder mein Mann saß mal am Wohnzimmerfenster direkt mit dem Kopf dran und dann kam ein Maikäfer und der hat immer genau da, wo der Kopf war, hingetippt. Und das bestimmt 10 Minuten, bis ich das Buch geholt habe und dann war er weg. Also dann haben wir gelesen, was bedeutet Maikäfer oder was ein anderer Käfer, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, sind halt so ungewöhnliche Sachen, wo du sagst, das hört einfach nicht auf, da stimmt was nicht. Da kann ich mal nachschauen und dann ist es auch weg. Also das hört auch dann sofort auf, ja, mit dieser ungewöhnlichen Begegnung. Und die zweite Möglichkeit ist eben, dass du dich hinsetzt, dass du deine Augen schließt und dass du einfach eine Meditation machst und dass du einfach sagst, liebes Krafttier, ich möchte gerne, dass du dich jetzt zeigst. Und es können auch mehrere sein. Schreib es dir am besten auf, damit du es nicht mehr vergisst und schau nach, was es bedeutet. Du kannst dir die Bücher kaufen, die gibt es überall. Oder im Internet nachschauen, geht ja auch inzwischen. Also man kann das alles kostenlos bekommen. Spirituelle Begegnung mit dem Krafttier oder Krafttiersohn, so würde ich alles googeln. Und dann wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß dabei. Es macht wirklich Spaß. Öffne dich für Engel und Krafttiere. Es ist einfach mehr Leichtigkeit, mehr Spaß, mehr Freude. Und dann kann ich nur sagen, abonniere meinen Kanal. Hör dir meinen Podcast an, abonniere den Podcast. Ich freue mich total. Schreib Kommentare unter dieser Folge, was du davon hältst. Und dann kann ich jetzt wirklich meinen Schlusssatz sagen. Let's spread the love. Love, love, love. I am pure love.